Was ist denn hier los? Guck mal, was ist denn hier? Was denn? Oh. Hallo? Hallo. Oh, oh, oh. Hallo. Das geht aber gar nicht. Ja, wir haben Notfall. Katze ist auf ihn losgegangen, hat über ihn gesagt. Ich gehe aber nicht ohne meine Katze. Du bleibst jetzt hier, ich gehe mit der Katze raus. Ich muss gar nicht hier bleiben, warum denn? Echt hier. Hast du dich mal angesehen? Ja, die paar Kratzer da. Ja, die paar Kratzer. Nee, aber ich gehe sofort raus. Sofort raus mit dem Tier. Dann gehe ich auch. Sofort raus mit dem Tier. Nee, dann gehe ich auch. Das Tier muss raus. Gib mir die Katze. Nee, gib mir jetzt die Katze und du bleibst drinnen. Die kann doch aufpassen. Das ist... Holger! Bitte raus mit der Katze. Was ist mit ihrem Gesicht? Ist damit... Kratzer da. Ach Gott, was willst du denn jetzt hier? Was ist denn mit ihrem Gesicht? Ist alles in Ordnung? Ja, Katze hat ein bisschen gekratzt. Katze hat ein bisschen gekratzt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Was willst du hier? Kannst du was mal sagen? Wer sind Sie jetzt? Ich bin Helen Knauf, Schwester. Ach, nee, Schwester. Ich bin gar nicht drauf, klar. Okay. Ich weiß nicht noch ganz, was hier wirklich ist. Hallo? Ja. Ein bisschen ich schwer. Absolut keine Ahnung, was schwer los ist. Ich würde es auch gerne wissen. Komm, bitte, lass das schon mich nein, jetzt mal. Komm, ich Daniel, lass mich noch mal jetzt ins Ruhe. Mal bitte einen Rollstuhl. Oh, bitte. Ey, komm, jetzt nicht auf Kabel. Sie sind hier auch noch auf. Hey. Ja, aber ich habe doch nur einen Anruf bekommen. Ja. Ich weiß nicht, was los ist. Und seien Sie mal bitte still. Ja. Ist alles in Ordnung? Ja, ich habe nur ein bisschen Panikattacke oder sowas. Das eine ich Panikattacke? Ja, ich habe was gehabt. Setzen Sie sich doch einmal hier rein, bitte. Der Allgemeinzustand des Patienten war für mich nicht in allzu gutem Zustand. Abgesehen von den oberflächlichen Kratz- und Bisswunden machte er mir einen instabilen Eindruck insgesamt. Er war kurzatmig, er fing an zu hyperventilieren und er hatte Schweiß etwas auf der Stirn. Und es sollten sich aber noch mehrere Baustellen auftun. Die Atmung hat sich etwas stabilisiert. So, jetzt erzählen Sie mal in aller Ruhe, so. Was ist passiert? Und warum hyperventilieren Sie so, wenn Sie Ihre Schwester sehen? Ja, das passiert so. Die kommen immer hier von wegen mit Depressionen und so. Das hatten das war das Knatschthema. Deswegen haben wir uns auch verstritten und so und wegen meiner Ex. Und auf jeden Fall ist das eine Sache, die ist mir bekannt mit den Attacken. Ich habe das öfters. Wie oft haben Sie denn solche Attacken? In Stresssituationen halt. Immer wenn ich meine Schwester sehe. Auf jeden Fall habe ich das alles auch schon mal im Internet mal rausgesucht. Und das ist einfach so ein Panikattacken. Und wie oft passiert das mehrmals am Tag und verlieren Sie da das Bewusstsein? Nein, es hat immer diese schnelle Atmung und dann wird es ein bisschen kriselig in den Händen und so. Aber das beruhigt sich dann wieder. Oh, also Sie haben auf jeden Fall einen ziemlich stark erhöhten Blutdruck. Mhm. Herzfrequenz ist etwas erhöht. Ich gehe mal eben raus, ja. Ich glaube, die Schwester sorgt ja, sich wirklich, klar. Wenn ich das hier. So sehe, ja. Und hier kommt klar. Erzählen Sie mir, wie sind die Kratzer an Ihren Kopf gekommen? Ach, so, also mein Kollege hat mir gerade gesagt, Sie machen sich ganz große Sorgen um Ihren Natürlich. Bruder. Das ist halt eine Extremsituation, gerade für mich. Ja. Und es tut mir leid, dass das jetzt gerade so ein Drama hier war. Aber Sie müssen auch verstehen, er leidet schon seit ein paar Monaten an schwerer Depression. Und das ist für mich als Schwester halt echt schwierig. Ja, weil er sie auch immer rausgeschickt hat. Er will sie gar nicht dabei haben. Ne? Das merkt man. Das ist auch schon länger so. Ja, also er ist halt immer sehr schnell gereizt. Er ernährt sich nicht gut im Moment und immer müde. Und man merkt ihm einfach an. Und seit halt die Freundin Cindy sich da von ihm getrennt hat, ist halt komplett bergab gegangen. Ja. Und hat er sich komplett von Freunden und Familie abgeschottet. Und das ist halt als Schwester. Ja, und ist auch so auf die Katze fixiert und nimmt nichts ernst. Die einzige Person, die ihn halt gerade noch zu Gesicht bekommen, ist halt Melina, die Nachbarin. Von der höre ich halt ab und zu mal so ein bisschen was, Gott sei Dank. Und die blöde Katze jetzt. Vor 2 Jahren hat es ungefähr angefangen, dass der Kontakt total abgebrochen war und ich ihn auch nicht wirklich mehr an ihn rankomme. Und das geht mir total nah, weil als Schwester keinen Kontakt mehr mit dem eigenen Bruder zu haben, ist halt natürlich nicht das Einfachste der Welt. Und ich habe ihn halt 1000 Mal gesagt, er soll mal zum Arzt gehen. Und ich bin halt froh, dass er jetzt endlich mal da ist. Der große Bruder hingegen scheint sich momentan nur um sein Haustier zu sorgen, das bei seiner Nachbarin in guten Händen ist. Für ihn stehen nun noch einige Untersuchungen an, um Herz und Lunge zu überprüfen. Doch da liefert ein Passant einen verletzten Jungen ohne Erinnerung bei Arzt Alexander Klaas ab. Ich habe den Kleinen auf dem Bürgersteig liegen vorgefunden. Er kann sich an nichts erinnern. Ich habe allerdings schon seine Mutter verständigt. Bleib erstmal hier. Bist du hingefallen? Hattest du einen Unfall mit dem Fahrrad? Oder mit dem Auto irgendwie? Bist du vom Auto angefahren worden? Also, er sagte zu mir, wenn ich kurz unterbrechen darf, er sagte zu mir, nachdem ich ihn auf dem Boden liegend vorgefunden habe, und er hat immer mit dem Arm auf den Bordstein gehauen,
Mit dem Arm hat er auf dem Bordstein. Genau, immer wieder. Und das war auch relativ schwer, das zu stoppen, bis er sich beruhigt hatte. Mit welcher Hand hat er auf den Bordstein gehauen? Mit der rechten Hand. Komm, wir gehen da mal rein. Ich dachte zunächst, das wäre der Vater, aber das hat sich schnell geklärt. Es war ein Fremder, der freundlicherweise den Jungen hier in die Klinik geführt hat. Der Junge macht mir einen teilweise verwirrten Eindruck. Aber er war eigentlich noch gut dabei und ich habe ihn sofort ins Behandlungszimmer gebracht, um mir grob neurologisch ein Gesamtbild zu verschaffen, ob der jetzt etwas Schwerwiegendes dort hat oder eben nicht. Der kleine Patient ist zwar ansprechbar, kann aber nicht sagen, wie es zu seinen Verletzungen auf dem Nachhauseweg von der Schule gekommen ist. Die Mutter des 8-Jährigen ist besorgt. Der Unfall ihres Sohnes soll eine schockierende Diagnose ans Tageslicht bringen. Der Mann, der ihn gefunden hat, der sprach davon, dass er im regelmäßigen Rhythmus auf den Boden geschlagen hat, und zwar mit der rechten Hand. Also das spricht für mich für einen Anfall. Das ist irgendwas Neurologisches, so fast. Aber er hat doch, er hat sonst gar nichts. Hat er sowas schon mal gehabt? Nee, er ist gesund. Kannst du mal mit den Händen die Fäuste so machen? Was ist denn, ist er stürzt? Wir können es nicht sagen, wir waren nicht dabei, er kann sich nicht erinnern. Und, aber, dadurch, aber wieso kann er sich denn jetzt nicht erinnern? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nicht, ob er auf den Kopf gefallen ist. Ich war nicht dabei. Kannst du dich wirklich an nichts erinnern, Großer? Weißt du gar nichts mehr, was passiert ist? Das ist ein totaler Albtraum. Das eigene Kind wird am Straßenrand verletzt und bewusstlos gefunden. Da kriegt man doch voll die Panik. Das ist mir nicht ganz geheuer und es muss auf jeden Fall abgeklärt werden, warum er sich an nichts erinnert und ob er nicht vielleicht doch eine Verletzung im Schädel hat. Ich denke es nicht. Die Vitalparameter scheinen in Ordnung, auch die Pupillenreaktion und sowas ist alles in Ordnung. Aber ich möchte das trotzdem von einem Neurologen abgeklärt haben. Auf Nachfragen konnte der Junge mir eigentlich keine Fragen beantworten, denn er konnte sich einfach an nichts erinnern, was zu einem Krampfanfall gehören kann, so eine retrograde Amnesie, das heißt, dass der Patient sich nicht an das Ereignis selbst erinnern kann. Das würde auf jeden Fall gut passen. In der Zwischenzeit kümmert sich Alexander Klaas um Patient Holger, der schon seit 2 Jahren immer wieder unter psychischen Problemen und Panikattacken leidet. Darüber ist auch seine letzte Beziehung zerbrochen. Der Arzt und Schwester Carla können den 36-Jährigen endlich zum Reden bringen. Sie sprachen von depressiven Episoden, irgendwie Abgeschlagenheit. Da würde ich mich gerne näher mit Ihnen unterhalten. Also Sie haben ja schon gesagt, dass es Ihnen nicht so gut geht. Und Sie haben ja vielleicht auch mitbekommen, dass ich mit Ihrer Schwester einmal vor die Tür gegangen bin. Also Sie haben mir schon gesagt, dass es eine ganz schwierige Situation im Moment für Sie ist. Warum? Was ist schwierig an Ihrer Situation? Ja, ich habe mich halt aus meiner Beziehung getrennt. Ja. Und meine Schwester ist halt mit meiner Ex befreundet und das passt mir halt einfach nicht. Mhm. Und das würde ich jetzt für mich so rückschließend auch auf die ganzen Symptome schließen, weil das damit einfach angefangen hat mit diesem Müdigkeit, dann Schlaflosigkeit. Ja, was heißt Schlaflosigkeit? Schlafen Sie durch oder können Sie nicht einschlafen? Einschlafen und auch nicht lang durchschlafen. Das ist immer, ja, und dann halt so diese ganz extremen Phasen, so wie vorhin, dass das dann irgendwie so mit dem Atmung und so. Einfach, ne? Und wahrscheinlich auch immer sehr gereizt. Ne? Ja, also das, Ihre Schwester macht sich schon Sorgen um Sie. Bei der Depression handelt es sich inzwischen um eine sogenannte Volkskrankheit. Sie wird immer vermehrt wahrgenommen, auch weil die Stigmatisation, die es früher für die Depression gab, jetzt immer weiter zurücknimmt. Und es ist vor allem wichtig, dass man eine Depression jetzt nicht verschweigt, sondern weiß, dass es eine Erkrankung ist, genauso wie ein Beinbruch eine Erkrankung ist. Und dass man dort, wenn es länger als 2 Wochen anhält, so eine depressive Phase, dass man auf jeden Fall einen Arzt oder einen Fachmann aufsucht. Doch plötzlich wird der Arzt zurück in die Notaufnahme gerufen. Dem kleinen Patienten Luke, der aus bisher ungeklärten Gründen gestürzt war, geht es offenbar schlechter. Die aufgelöste Mutter hat sofort Alarm geschlagen. Kannst du mich hören? Ja, kannst du mich hören? Erzählen Sie, was ist passiert? Der zittert die ganze Zeit. Kann der Doktor mal. Das war doch gar nicht. Der Junge hatte Spastiken teilweise, sodass er Grimassen geschnitten hat. Der rechte Arm zitterte noch etwas nach und er war schlecht ansprechbar, als ich ankam.
Das legte sich nach einigen Sekunden und ich konnte den Jungen ansprechen. Hörst du das? Wie viele Finger siehst du hier? Zwei. Ah, sehr gut. Wir waren gerade beim EEG, der Befund liegt hinten auf, ja, auf der Fensterwand. Ja. Kannst du mir den gerade angeben? Ich bleib jetzt erstmal hier. Aber setzen Sie sich mal, setzen sich mal ruhig hier, nicht, alles, dass er hier... Es wird ja immer schlimmer. Wir klären alles ab. Ich schaue mir jetzt erstmal den Befund an. So, ich setze mich erstmal hier, nicht, dass Sie hier einen Sprung... Ja, das ist das, was ich vermutet habe. Und zwar, ich bin jetzt kein Neurologe, aber ich vermute, dass es eine sogenannte Rolando-Epilepsie ist. Die ist in seinem Alter nicht ungewöhnlich. Ich kann Sie gleich beruhigen, das ist eine sehr gutartige Form der Epilepsie und das ist die häufigste Form der infantilen Epilepsie. Also aber vor allem kann die, er hat vorher noch nie was gehabt, er ist, es kann, ist nichts bekannt. Es kann einfach so kommen, aber ich kann Sie beruhigen, bis hin zur Pubertät wird es wahrscheinlich weg sein. Und es ist gut medikamentös therapierbar, also machen Sie sich nicht so große Sorgen. Es ist jetzt kein generalisierter Anfall gewesen, sondern eher ein kleiner Fokus. Wir haben hier in diesem Bereich ungefähr diesen sogenannten Rolando-Cortex. Und da kann es halt sein, dass irgendwelche Entladungen sind. Also genau kann man da eigentlich nicht sagen, außer dass es gut therapierbar ist. Der junge Patient wird auf jeden Fall die nächsten Tage hier im Krankenhaus zur Beobachtung in der Neurologie bleiben. Und wenn wir alles ausgeschlossen haben und wir eine handfeste Diagnose mit den Neurologen zusammen haben, dann werden wir uns eine Therapie überlegen. Und dann letztendlich kann er das Krankenhaus verlassen. Für den depressiven Patienten von Alexander Klaas steht nun ein klärendes Gespräch an. Auch seine besorgte Schwester will endlich wissen, wie ihrem großen Bruder geholfen werden kann. Der Arzt hat mittlerweile einen Verdacht, was die Erkrankung ausgelöst haben könnte. Und er trifft ins Schwarze. Also was mir gleich auffällt, ist auf jeden Fall eine Veränderung der Schilddrüse. Mhm. Und es kann auf jeden Fall sein, dass eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt. Bitte? Ich kann es aber jetzt aufgrund der Sonographie natürlich nicht allein bestimmen. Da bräuchte ich noch das erweiterte Blutbild. Aber es passt auf jeden Fall zu Ihren Symptomen, was eben auch diese Niedergeschlagenheit erklären würde. Die Befunde der Panikattacke, die Gereiztheit und diese Lethargität des Patienten habe ich mir mit einer Schilddrüsenunterfunktion erklärt, wollte aber den Verdacht noch nicht äußern, bevor ich die endgültigen Laborwerte habe, habe aber den Patienten trotzdem schon einmal dahingehend beraten. Und ich habe immer gedacht, es wäre eine Depression. Ja, ich weiß, hast du auch allen erzählt. Also das kann auf jeden Fall mit Depressionen einhergehen, weil die Schilddrüse macht normalerweise ist so ein Actionhormon. Mhm. Und normalerweise ist man voller Tatendrang. Und wenn jetzt eine Unterfunktion vorliegt, wovon ich einmal ausgehe unter Vorbehalt, ich habe die Blutwerte eben noch nicht, dann kann es natürlich sein, Sie haben auch zugenommen in letzter Zeit? Ja, lässt sich nicht von der Hand weisen, Herr. Ja, das würde auf jeden Fall passen, dass man sich da etwas gehen lässt, dass die Energie einfach fehlt. Aber da brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Das ist sehr gut medikamentös therapierbar. Okay. Ja. Tut mir so leid. Ja. Tut mir so unglaublich leid. Ich gehe davon aus, dass er ein Medikament in Form von L-Tyroxin bekommen wird, das die Unterfunktion etwas kompensiert. Und ansonsten denke ich, in seinem Alter, in seinem Trainingszustand, wird er jetzt mit dieser Medikation keine weiteren Einschränkungen im Leben haben. Tatsächlich fühlt sich Ben seit der Einnahme der Schilddrüsenhormone wie ein neuer Mensch. Seine depressive Stimmung ist verschwunden und der 36-Jährige hat wieder sein Normalgewicht erreicht. Auch das Verhältnis zu seiner Schwester und seinen Freunden hat sich wieder normalisiert.